Gut, also ich glaube, hier sind wir schon mal ganz gut. Moment, was? Ist da noch ein großer Gegner irgendwo? Der Ärger macht. Ein silberner Moblin, da ist noch einer. Ja, zu spät, ne? So. Mann! Dieser Wechseltechnik ist wirklich gut. Yes! Den hat er fertig gemacht. Der König geht ab! Und ich liebe es. So. Aber jetzt mal gucken. Ich glaube, wir haben jetzt alle größeren Gegner in dieser Gegend erledigt. Ich glaube, unsere Truppen sind erstmal sicher. Die kleinen Fische können sie sich schon selber kümmern. So. Brauche ich denn noch die letzten beiden Schätze? Da gehe ich am besten mit dem König in die Mitte rein. So, nichts wie rein zum Haupteingang. So, ein Schatz ist bereits in der Nähe. So sieht's aus. Der König geht ab hier, wie ein Zäpfchen. So. Wo ist denn hier? Hä? Hier drin oder was? Nein, hier. Nebenan. Boah, 10 antike Reaktorkerne, gar nicht schlecht. Das hat was. Ja, don't. Lang lebe der König, will ich sagen. Unterschätzt mich nicht. Das sollte niemand tun hier. So, hier rein. Bisschen eng hier. Und weiter. So. Und die letzte Truhe. Ich glaube, wir haben alle. Yep. Gut, also in Sachen Schätze haben wir hier die 100%. Ich glaube nicht, dass ich jetzt noch wirklich auf 100% umändern werde. Aber vielleicht könnte ich mal trotzdem nochmal Schätze nachholen. Ich meine, Crocs hätte ich vielleicht vor nachzuholen, aber mal gucken, wie das noch wird. So. Da ist noch eine Festung zu erobern, oder? Ja. So, zack, 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 zack. Wo ist der? Da ist der Anführer. Hier, so sei es. Der kommt einfach mal aus dem Nichts hier. Du strengst dich hübsch an, mein Freund. Das wird ja kein Problem für dich sein. So. Impel übernimmt eine andere Festung, aber ich schicke jetzt Zelda auch rein. Sehr wohl, Vater. Auch sie soll noch. Erstmal sind ja noch ein paar kleine Fische, die unbedingt sterben wollen. Ja. Sind alle lebensmüde. So, gut, dann gehen wir mit ihr rein. Gut, so weit, so gut hier. Nee. So, die letzte Festung, die es noch zu erobern gilt, ist da hinten. Impa ist bereits da. Wenn ich schon dabei bin, dann
lasse ich das Imper übernehmen, die Festung zu erobern. So, Ach. Ich konnte es nicht markieren hier. Ne? Jetzt aber. So, Symbol sammeln. Und tschüss. So, ich glaube, wir haben hier alles erobert. Haben wir es jetzt zu unserem Vorteil. Und jetzt wird es Zeit, schnell das letzte Monster der Barriere, das die Barriere standhält, zu besiegen. Aber da ist noch ein großer Gegner dazwischen, der es wissen will. Wir müssen nicht der Jägerbande uns anschließen, das passt schon. Aber danke fürs Angebot. Ich meine, ich weiß jetzt nicht mehr, was für einen Zweck noch die Jägerbande haben wird, nachdem das mit der Fähigung Gun doch nicht so... Oh, ein Blitzmoblin! ...doch nicht so wohlgesonnen ist, wie sie dachten. Weil sie arbeiten ja jetzt gegen die Verheerung. So. Und tschüss. So, und... Prinzessin! Vater! Ziehe dich zurück! Gut, Link. Jetzt wird's Zeit. Den Zorn Magmarok zu besiegen. So, sein Ärmchen abnehmen hier. Das kann Link besonders... Gut, hä? Wieso hat er beide noch? Was soll das? Ich hab extra auf beide gezielt hier. Oh, heiß, 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 heiß. Komm schon, Link. Hm? Moment mal. So, Zeit weiterzumachen und den... Zorn Magmarok eines auswischen. So. Zack. Keine Chance für dich, Freundchen. Ich mit deinem Ärmchen. Oh! Puh. Gerade nochmal gut gegangen. Was? Gerade jetzt, wenn ich nicht zur Verfügung hatte. Also, wenn ich. Wenn ich das Modul erstmal aufladen muss hier. Der ist buchstäblich zornig hier. Na warte. Gut, dann wärst du jetzt halt mal eingefroren, mein Freund. So. Auf ihn drauf und BAM! So. Oh, shit. Oh, nein. Ausgerechnet jetzt. Die Monster sind alle wieder da.
Was jetzt auskennt, wie die Nacht des Blutmondes kommen musste. Gut. Zeit hier, die belebten Monster erneut zu besiegen. So, erobert. Und zum Glück sehr viel erobert, das könnte auch zu unserem, das dadurch bekommen wir einen zusätzlichen Vorteil. So, jetzt weiter hier, aber schnell. So, hier lang. Hier sind weitere Monster, die es zu besiegen gilt. Oh shit. So, ich hoffe, ihr habt damit beide getroffen. Sehr schön. Gleich dabei sind. Bam! Ach. Besten Firma in gleich. Ach. Kann ich überhaupt auf ihn so zielen? Nee. Solange ich auf ihn drauf bin, geht das nicht. Ich muss. So. Nein, falsch. Jetzt war. Eis! So, damit funktioniert es doch am besten. Jetzt räumen wir hier ganz schnell auf. Und immer feste Droh hier. Letzte Final. Spitzangriff ist für dich. Oh shit. Das hört sich nicht gut an. Ein Moment. Okay. Danke für die Unterstützung. Ich dachte, ich wäre noch ausgewichen hier. Na warte. Dafür weiche ich halt dem aus. Ich komme schon, also ich schicke schon jemanden her. So, jetzt sollte ich mal überlegen, wie ich das am besten anstelle. Ein Eispyromagus wäre ganz gut, um meinen Eisstab wieder aufzuladen. So. Wie stellen wir das am besten an? Gut, ich glaube, auf der Hälfte haben wir so ziemlich alles erledigt. Link könnte zum Beispiel jetzt da runter gehen. Am besten schicke ich ihn jetzt mal zu diesem Eispyromagus hier. Und in der Zwischenzeit mache ich mit dem König weiter. Oder nein, besser mit ja. Sollte hier weitermachen. Sie räumt hier das Schlachtfeld auf. Gut, dann mal los. Es hat jede Menge Spezialtechniken zur Verfügung. Also, dass das ja auch richtig genutzt werden. Hast du das so gedacht, Freundchen? Bam! Volle Pulle! Und tschüss! Oh shit. Das sind ein Haufen Gegner wieder hier. Volle Pulle hier! Nein! Ach, verdammt! Gut. Dann machen wir ihn halt so fertig. Und auch beide damit. Ach nee, der andere wurde nicht, vorher nicht getroffen nach dem ersten Angriff.
falsch. Ich habe den falschen Angriff ausgewählt. So. Gut, das war's mit den Silbermoblins. Ich hoffe, da ist kein großer Gegner mehr. Und tschüss. So. Da. Da ist der nächste Silbermoblin. Sehr schön. Keine Chance für euch. Daneben, Freundchen. Und tschüss. So. Die kleinen Feinde werden sie wohl besiegen können, alle. Der Vollpyromagus will es wieder wissen. Ich werde Hyrule beschützen. So gut wie down. Und das wär's. Schade, dass es kein Eispyromago irgendwo in der Nähe gibt. Bisschen Verstärkung gefällig. Okay, so viel dazu. Ich hoffe nur hier im Hauptquartier gibt es halt keine allzu großen Feinde. Okay, es sind nur kleine Fische hier. Und tschüss. 1400 Feinde, nicht schlecht. Ich überlege mir gerade, ob da auch noch ein Croc irgendwo versteckt wäre. Ah, schade. Aber auch ein bisschen zu offensichtlich gewesen. Oder vielleicht habe ich es übersehen, keine Ahnung. Was soll's, jetzt aber... Jetzt, dass wir wieder reingehen. Oh, der Zornhinox ist wieder da. Aber der hat wirklich viel Schaden gefressen. Das kriegen wir schon hin. Ja, da ist noch ein großer Gegner hier. Nicht mit mir, Freundin. Aber wurde nicht getroffen. Oh nee. Ich kann keine Bombe einsetzen. Jetzt war. So. Bam! Schluss mit den Zornhinox. Ist doch der Blitzmoblin hier. Au! So, jetzt war. Und weg! Zelda geht echt gut ab mit ihrer neuen Kraft. So. Ein Großteil der Monster ist wieder erledigt.
So, jetzt aber mal gucken. Oh, sie hat mit dem Glasrock zu tun. So, schnell das Symbol einsammeln. Und hier wieder volle Power zu nutzen mit dem Superangriff. So. Was? Die Gegner wurden schon wieder wiederbelebt? Hört der Mutmund gar nicht auf? Das kann nicht wahr sein, ey. Die Gegner kommen zu schnell wieder. Ja, sammle doch das Symbol. So, jetzt war... Oh! Komm, jetzt burn ich dich halt eben. Und Schuss mit dir. Du hast lang genug genervt. Aber wenn der Blutmund sie jedes Mal schneller wiederbelebt, als wir sie besiegen können, was dann? So geht das da nicht weiter. Weh. Imper geht bald down, wenn es weitergeht. Und dann wird der Eisstab wieder aufgeladen. Lass gut sein. Ey, Bombe, na los! Zu spät oder was? So, jetzt war. Verpiss dich! Okay, und weiter. Schätze mal, ich sollte Link den Befehl geben, hier weiter zu gehen zum Feuermoblin. Der König befindet sich beim anderen Monster. Okay. Dann sollte auch der König weiterkämpfen. Imper bleibt hier. Auf alle Fälle. Lassen Sie dich mit dir auch kurz mal heilen. So. So, jetzt aber. Passt. Und jetzt zum König wechseln. Und mit ihm die Monster aufräumen. Oh. Ja. Stimmt. Es war wirklich dreist von ihm. Und weg. So. Okay, so viel dazu und jetzt muss Link noch schnell den Feuermoblin hier besiegen und dann haben wir es. Ja, wenn durch die Nacht des Blutmondes ständig die Gegner besiegt werden, was bringt das dann? Sich um die anderen nicht so wichtigen Monster die ganze Zeit zu kümmern? Oh! So, das wäre geschafft. Zornleune? Oh, jetzt bekommen wir es also noch mit Leunen zu tun. Hoffe ich einer, der einen Hammer hat, also ein Großschwert.
Sollst du aber beeilen, bevor die Monster wiederbelebt werden, die was wir bereits besiegt haben. Wo lang bitte? Ich muss einen ganz schönen Umweg bestreiten, oder was? Nein, hier durch muss ich. Okay, Impa rückt bereits hier vor. Mit Zelda. Okay, jetzt oder nie. Jetzt oder nie. Rein da. Einfach vordringen hier. Sie alle sind bereits hier. Dann mal los. Und ich schätze mal, ich könnte das dem König überlassen, diesen Leuten zu besiegen. Er hat ja schon gegen Leuten gekämpft, also... Da ist er! Ah, der hat nur ein normales Schwert. Ah, das war ein bisschen zu... spät. Aua! Okay, jetzt aber, der geht ganz schön ab. Na warte, Freundchen. Na warte. Der ist nicht so umsonst als Zornleune bekannt. Der hat's drauf. Und der hat ganz schön was aus. Boah, er ist echt stark. Er hat ein Doppelschwert. So, jetzt war. Jetzt war ich schneller. So, die anderen kommen zu Hilfe. Boah. Er ist echt schnell. Sehr schön. Das war schnell genug. Ich sehe gar nichts. Bisschen zu nah herangezoomt hier. Leute, geht da weg! Ach so? Da ist kein Explosionsangriff ein? Okay. Schon, aber ganz anders, als ich es erkannt habe. Der ist echt heftig. Das ist der heftigste Leune überhaupt. Ei. Na, warte. Zeig's ihm. Es ist sein Schloss. Und du bist hier nicht willkommen. Ei. So, ja, sehr schön. So. Schön aufs Maul hier. Zack. Oh je. Setzt er wieder in seine Rager-Phase ein. Das ist echt schwer auszuweichen. Aber das wär's! Los! Puh. Gut, das wär geschafft. Ging schon ab hier. Alter Schwede. Eine Bestienlanze. Und Leuengroßschwert! Sehr schön. Er hat eine neue Waffe bekommen und oh, ein schön starkes Königsschwert, nicht schlecht. Hm. Auch der König hat eine rostigen Zweihänder. Den gilt es bald zu entrosten. Ah, Zelda hat einen neuen Siegelbogen.
Plus 52%. No. Und ein verrostetes Schwert für Impa. Uiuiui. Ja, ein Croxhahn, aber es fehlen noch so viele. Puh. Mal schauen, ob ich die noch irgendwie nachholen kann. Mal sehen. Und Curryreis. Bei alten und jungen Menschen. Herz und plus 2 zur Kabinenstadt. Oh, okay. Haben wir jetzt auch mal ein Rezept bekommen, mit dem man die Maximalherzen erhöhen. Also, dem man temporär mal die Maximalherzen nochmal erhöhen kann. Nice. Oh, ich dachte, da kommt noch eine Cutscene. Okay. Also ist doch nicht das Finale. Hab ich mir fast schon gedacht. Uiuiuiuiuiuiui. Jetzt gilt es wieder was zu erledigen. War ganz schön. Unter anderem Plätze für gekochte Gerichte. Oh. Rezept für Weizenbrot. Oh, 9.999 Bocklin-Urkunden. Gut gemacht. Sehr schön. Und Weizenbrot. Kochercharakter plus 20%. Okay. Und hier. Oh, wir haben die Klötterrüstung und damit jetzt komplett. Erstaunlich. So, länger Kommandogriff für den König und. Ach nein, das ist der Winterwams. Die allererste Winterkleidung, die wir in Breath of the Wild bekommen haben. Okay. Sehr gut. So, länger Kommandogriff für Rishu. Und was haben wir hier? Jetzt höre ich nicht auf. Die Sandstiefel. Haben wir die auch gekriegt? Nice. Oh. Ah, da fehlen uns jetzt Schwertbananen. Ich glaub's nicht. Ah, aber hier. Was Neues zum Kochen. Da brauchen wir jede Menge Huhn. Luxusflügel Pilar. Oh, da bekommen wir gleich 4 Herzen. Und ja, das sieht auch wirklich absolut köstlich aus. Och, du Scheiße. Gut, dass ich jetzt so viele Edelsteine zusammenbekommen habe. Erstaunlich. 2 Herzen für den König. Und was haben wir hier? Wieder Prinzessin Enziane fehlen mir. Wow, und hier jede Menge andere Urkunden. Ich habe an Stärke. Noch mehr Herzen für den König? Warum nicht? Was haben wir hier? Leunen gilt es wieder zu besiegen. Wir haben wieder zu wenig Leunen erkunden. Oh man. Aber hier können wir wenigstens für Sidon eine zusätzliche Spezialangriffsleiste freischalten. Und hier für Inobu eine weitere Spezialangriffsleiste. Ich bin stärker geworden. Oh, und hier fehlen uns fehlt uns Glutkraut. Okay. Das ist gut. Und die Spezialangriffsleiste für Teba. Nur her mit dem ganzen Stuff. Also. Ja. Na gut, die ganze sich in Klette. Wir kriegen noch anderes, Personenzeug, wenn wir das, wenn wir die Abschlussquote hier noch erfüllen. Na gut. Versiegelung der Verheerung. Da ist also, da findet also das Finale statt. Okay. Gut zu wissen. Ja gut, also. Es gilt also noch Schwertbananen zu bekommen und Prinzessin Enziane. Und noch dazu. Blutkraut und ja, weitere Leunen-Urkunden. Es gilt also noch weitere Leunen zu besiegen. Aber ist kein Problem.
Ich glaube, wir treten sogar noch gegen welche an. Bei der Juwelenjagd. Ha, da würden wir auch wieder weitere Juwelen kriegen. Und wir kriegen einen weiteren Ausrüstungsgegenstand, der Juwelen benötigt hat. Keine Items, Zeitlimit, kein Ersatz von tragbaren Items. Oh! Okay, also da können wir keine Heil-Items einsetzen. Rückeroberung von Hyrule? Okay. Und hier gibt es auch einen Leunen. Okay, also wir werden damit gedeckt mit den Leunenurkunden. Aber das dann ab dem nächsten Part. Und ja, wem mal Geld, wenn es gefallen, wusstet ihr es bestimmt. Thumbs up und Kommentar nicht vergessen, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Also seid gespannt und klickt wieder rein. Euer Crush for the Vegetarian. Bis diesem Part von Let's Play Hyrule Warriors 2, Zeit der Verheerung. Also Wiedersehen und Tschüsschen, Leutchen!